Wie cool wäre das eigentlich, wenn ich meine eigenen Designs auf Hoodies drucken würde? Das wäre schon ziemlich nice. Also schreibe ich Natalie. Hey Natalie, hast du Bock, was an der Hochschule zu drucken? Natalie hat auf jeden Fall auch Bock, ist dabei. Ich freue mich. Also rufen wir die Werkstattleiterin an und machen einen Termin mit ihr aus, dass wir in der Hochschule in der Werkstatt drucken können. Als Medium brauche ich natürlich irgendwas, wo ich drauf drucke. Also habe ich mich für Gilden-Hoodies entschieden von Amazon. Und ich freue mich schon ziemlich auf die, weil die Farben ziemlich nice sind. Weiter geht's natürlich mit der Ideenfindung. Da hilft mir Pinterest immer ganz gut. Ich mache dann also Fotos von meinen Händen, weil ich mich für One-Liner entschieden habe. Das Ganze mache ich dann in Illustrator. Ihr wisst ja, dass ich Christin bin und die Hände bedeuten für mich so: Hey, du bist nicht alleine, Gott ist immer da. Und so diese eine Hand von oben und meine von unten. Dann lasst uns mal in den Copyshop gehen. Ich liebe Mainz. Mainz ist so eine schöne Stadt und dann immer direkt da am Rhein lang zu laufen, ist einfach so nice. Ich habe mir meine Sachen auf die Folien gedruckt und zeige die euch später nochmal. Hey ho, alle zusammen. Heute ist endlich der Drucktag. Ich habe meine Pullis schon eingepackt und fahre jetzt in die Hochschule und dann schauen wir mal, ob die Natalie schon da ist. Hallo, wir sind jetzt hier in der Hochschule. Das ist Nathalie. Hallo! Genau, wir gehen jetzt rein und dann gucken wir mal, wie das wird. Wir waren bis jetzt, glaube ich, 4 oder 5 Mal in der Hochschule. Oder ich zumindest. Was ziemlich sad ist, aber das ist halt, dabei wir gerade nur online studieren. Hier seht ihr nochmal die Folien. Ich habe extra auf A3 und A4 gedruckt, weil ich dachte, okay, wenn ich A3 nicht drucken kann, dann nehme ich A4. Aber das ging dann doch alles. Crazy. Made by Natalie. Und es ist einfach ein mega nicer Flair, so in der Hochschule zu sein und da irgendwie praktisch was zu machen. So sollte es normalerweise ja sein. Aber wie gesagt, ist leider alles gerade nur online. Und jetzt geht es los mit dem ganzen Prozess. Es ist sehr viel Aufwand, aber es macht super Spaß. Zuerst holen wir uns die Folien und die werden dann auf ein Sieb gelegt oder unter ein Sieb gelegt, was mit so Lichtpaste quasi beschichtet ist. Das Ganze kommt dann in dieses Riesengerät da rein, wo die ganze Luft rausgesaugt wird, damit es so richtig schön eng anliegt. Das Ganze wird dann umgedreht, sodass die Folien und das Sieb eben mit UV-Licht bestrahlt werden können. Die Lichtpaste wird dadurch ausgehärtet und da, wo die Folien drauf waren, also die schwarzen Linien, da ist es eben nicht ausgehärtet. Und das wird jetzt eben abgebraust. Das seht ihr hier sehr gut. Das macht super viel Spaß, dann so das Motiv zu sehen. Und da kommt später dann die Farbe durch. Am Ende des Videos gibt es übrigens noch eine Überraschung, deswegen bleibt unbedingt dran bis zum Schluss. Und ihr könnt mir, by the way, auch sehr gerne auf Instagram folgen, wenn ihr möchtet. Ein Try, wie es aussehen wird. Tada. Oh ja. Genau, Natalie war so lieb und hat mir dann die Folien dran geklebt, sodass wir wissen, wo ich das Sieb dann anlegen muss. Da mache ich gerade so Marken quasi, dass ich weiß, wo der Pulli hin muss. Es wird langsam ernst. Oh Wie ja. fühlen Sie sich? Ich bin sehr aufgeregt. Genau, es war schon sehr cool. Und dann wird natürlich gedruckt. Genau, die Farbe wird durch das Sieb durchgedruckt. Ja, das ist halt mega nice, wenn man es selber machen kann. Hier sieht man zum Beispiel, dass das so ein bisschen versetzt ist. Das kann manchmal passieren beim Siebdruck. Aber es ist eigentlich ganz nice, weil es hat so seinen eigenen Style. Das hänge ich mir in meinem Zimmer. Ja. Ich habe schon So. sehr coole Socken auf jeden Fall. Ja, oh, du hast die mit den Augen. Voll geil. Die sind aus dem H&M. Oh, cool. Die sind auch aus dem H&M mit Tacos. Nice. Ich Taco, dachte, das wäre Taco Pizza. Tuesday. Heute ist nicht. Heute ist Mittwoch. Let's go. Hier sieht man das nochmal ganz gut. Das ist ein bisschen versetzt. Aber ich finde es ehrlich gesagt ziemlich cool. Ist jetzt auch nur bei der unteren Hand so. Und ansonsten ist es sehr gut geworden.
Natalie hat sich für Beutel entschieden. Sie macht Skatebeutel mit Roller, Skates. Ich hoffe, es ist richtig. Das Gegenteil von dem, was ich mache. Ich skate mit dem Board und sie macht das auf den Schuhen. Das ist schon ziemlich cool. Die sind sehr cool geworden. Und dann geht es schon weiter mit dem nächsten Motiv. Der ist übrigens, kann ich vorneweg sagen, richtig, richtig gut geworden. Das war natürlich auch der zweite Hoodie. Da wusste ich dann, wie es geht. Das ist dann natürlich besser geworden. Da hat die Farbe richtig gut richtig gut gesättigt. Und es ist alles sehr, sehr clean geworden. Das hat mich sehr gefreut. Und alle so. Schön. Das war schon ziemlich cool. So, wir zu dritt, die Werkstattleiterin und Natalie und ich. Natalie wird jetzt übrigens Tutorin in der Werkstatt. Das ist auch ziemlich cool. Das hat so viel Spaß gemacht. Ohne Witz, es war sehr anstrengend, aber es war auch mega cool. Let's give you guys a lookbook with the done hoodies. Mega viel Spaß gemacht und jetzt kommt die große Überraschung. Ich habe vor, meinen eigenen Merch zu machen. Es klingt jetzt ein bisschen zu groß, finde ich. Es wird auch nur eine Limited Edition erstmal geben, weil ich mache das Ganze selber und es werden entweder T-Shirts oder Hoodies rauskommen. Das werden wir zusammen dann auf Instagram noch besprechen. Deswegen folgt unbedingt meinem Insta-Account, damit ihr da nichts mehr verpasst. Und schreibt es auch unbedingt in die Kommentare hier, ob ihr Interesse an dem ganzen Projekt habt, beziehungsweise an so einem Merch. selbst bedruckt von mir. Das Ganze wird dann auch ein bisschen teurer, weil es eben, wie gesagt, selbst gedruckt ist und da sehr viel Aufwand dahinter steckt. Das geht dann nur über Vorbestellung, weil das sonst eben zu kostenspielig für mich wird. Ich muss ja die ganzen Sachen bestellen und dann werde ich nochmal mit genaueren Infos die nächste Zeit auf Instagram kommen. Es ist ein mega cooles Projekt. Ich habe da mega Bock drauf und mich freut es natürlich auch mega, mega, mega meine eigenen Sachen zu kreieren und an euch weiterzugeben. Und yes, also schreibt unbedingt in die Kommentare, falls ihr daran interessiert seid. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne abonnieren, das würde mich sehr freuen. Dann gehört ihr dieser Creative Community an und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Genau. Tschüssi!